Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blatt Grün. Letzten Folge. Was heißt wahrscheinlich? Also entweder wir brauchen jetzt für den Kampf 50 Minuten oder wir sterben in diesem Kampf. Es ist der letzte Kampf. Leute, schaut auf jeden Fall noch bei den anderen vorbei, dann seht ihr den Werdegang, wie wir hierher gelaufen sind und hierher gekommen sind. Wenn ihr das Projekt jetzt erst einschaltet, habt ihr auf jeden Fall ein paar Wochen was zum Nachholen, denn das ist die 80. Folge, die letzte Folge Blattgrün, das Log zusammen mit Miri und Balui. Hallo an die übrigens, weil hallo, ich bin Balui. Und wir gehen jetzt in Tipselbipsel-Schritten einmal den kompletten Raum ab, damit ich das Video auf 10 Minuten strecken kann. Naja, du hast nachher noch die Ruhmshalle, wo deine Pokémon vorgestellt werden. Genau, und so. wir können, ja, das Interessante ist, wir haben heute, also am Ende von dem Projekt machen wir normal immer so ein Revue, was passiert ist und wie das Projekt war. Wir haben heute sogar die Möglichkeit, das mit einem animierten Hintergrund zu machen, während die Credits laufen. Das finde ich faszinierend. Und wenn wir es schaffen, wenn nicht, dann haben wir gleich die Möglichkeit zu gucken, währenddessen wir vorne vor der vom Indico-Plateau stehen, wie wir unser komplettes Team freilassen müssen und wir es danach mit einem einzelnen Level 50 Vulnona nochmal versuchen. Das liegt nämlich auch noch irgendwo auf einer Box. So völlig ohne Ding. Wir haben auch noch das Legendary, ne? Oh stimmt, und ein Lavados, Leute. Hast du zwei Feuer-Pokémon, mit denen schaffst du das easy. Ja. Lass uns gehen. Dackel, 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 Dackel. Hallo! Auf diesem Moment warte ich schon seit langem bei Mika. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Team aufgebaut. Was? Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Außer meine. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Amika, weißt du, was das bedeutet? Dass du dringend einen Job suchen solltest. Ich werde es dir sagen, es ist so nett von dir. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Falsch. Song, Gerd. Kollege, du bist 12. Wir sind 11, wir sind in unserer Prime. Wir haben noch bessere Reaktionszeiten als du. Ich bin schon alt. Ja. Ich finde es schön, dass Blauli endlich mal bei der Konversation auf der anderen Seite sitzen kann. Da ist Early Boss. Reicht Early Boss uns ein Tauboss kaputt, nee. Ich warte immer noch auf einen Early Boss, den Hyperstrahl kann. Oh! Das hat einfach nicht gereicht. Und jetzt hat er auch noch Gesandwirbelt. Aber Schockwelle trifft trotzdem. Wenn er es nicht heilt. Natürlich heilt er es. Aber wenigstens verbraucht er jetzt schon mal seine. Ja, genau. Lieber für die Pokémon, die niemandem wehtun, als für alle anderen. Trifft Schockwelle immer, also auch bei Sandwirbel und Co. Ja, wenn Genauigkeit gesenkt ist, trifft es trotzdem. Also eine feine Schockwelle. Ja. Was? Hey Gerd, sag mal. Jo! Was ist los mit dem? Seit wann wechselt der? Das ist nicht sein Ernst, oder? Geil! Es könnte eine Steinattacke machen, aber ich hoffe auf was. Ja, aber er ist der Einzige, der es tanken kann. Oh. Gib mir mein Leben zurück. Oh Mann. Was wechselt der? Seit wann wechselt der den Pokémon? Hä? Alter, easy win. Sogar ein Crit, das könnte uns sogar voll heilen, so. Ja! Ja, okay. Seit wann wechselt der globale Pokémon? Ich wusste das nicht. Nice one. Und warum hat er gemeint, er müsste seinen Tauboss wechseln, zuerst heilen und dann erst auswechseln? Dachte er, beim zweiten Mal wird's nicht so schlimm, die Schockwelle? Ja, genau. Was war seine Intention? Das ist übrigens der Simsala, nicht der gut aussehende Ossi, sondern der Simsala. Ne? Refelktor. Es heißt so, Refelktor. Refelktor, okay. Ja, interessanterweise erhöht er sogar den richtigen Wert in dem Moment gerade durch den Refelktor. Ja, er hat den Verteidigungswert, nicht den Spezialverteidigungswert erhöht. Okay. Eine Psychokinese von einem Simsala sollte eigentlich wehtun, aber irgendwie unser Relaxo denkt sich, I don't give a damn, fuck off. Relaxo auf jeden Fall. Ja. Oh. Der denkt sich auch, ey, hau doch drauf. Ey, Jakobo, weil. Kannst du da nicht drin bleiben? Das ist doch auch Psycho, oder? Theoretisch Psycho-Pflanze. Psycho gegen Fluggut? Nee, aber warum willst du denn auswechseln? Meinst du, er hat irgendwas, weil er so reinwechselt? Ne, ich denke, dass es einfach das geringste Übel ist. Momentan. Hey, wenn du One-Hit ist, warum solltest du dann wechseln? Oh, was? Du Scheiße!
Nein! Oh, das ist okay, aber wir haben ja noch, das ist auf Relaxo das kleinste Übel. Ja. Relaxo, oh, I don't guck care. Mal, eine Step-Attacke. Ups. Oh, ach, oh lol. Oh, okay. Wir machen das jetzt einfach. Wir machen, wir zergen das damit jetzt wieder. Wenn das Pokémon dir Schaden macht durch Schnarchen. Eierbimbe. Bimbe. Ja, Kokoba ist auch sehr verteidigend. Oh, der Reflektor ist vor allem auch noch ab, deswegen. Der ist ja jetzt nicht mehr. Er lässt langsam nach. Oh, schön. Ja, okay. Ich würde, glaube ich, jetzt nicht nochmal auf Schnarcher setzen, oder? Oder auf Erholung gehen. Oder Top-Genesung einsetzen. Dann hast du alles der beste ein. Weg gerade. Ja. Bevor wir ihn jetzt in den roten Bereich geben und noch eine Top-Genesung kommt, können wir auch unsere Relaxo einfach voll heilen. Ja, hast recht. Top-Genesung von oh, ihm auch. Oh, Gerd, buh. Nachmacher, Loser. Loser, jetzt hast du schon zum zweiten Mal geheilt. Wir haben das erste Mal erst geheilt. Ja, ist ein Spukball. Kokoba ist schon ein gruseliges Pokémon. Ja, guck mal, kaum ist der Reflektor weg, ey. Gib ihm. Ach, Kokoba. Hat aber nichts Mann. Gelernt, weißt du? Hast du ehrlich, ja was ich hab gelernt. Das Gefühl, wir ja, drehen uns im Kreis. Gerd ist so ein bisschen doof. Den haben die nur aus Mitleid-Champ werden lassen. Ja. Das glaube ich halt langsam auch. So, ah, das der kleine der Elfjährige, der macht heute ein Praktikum als Champ. Mit Professor Eich verwandt ist. Ja, also nur Agathe war dagegen, dahin. Aber Agathe wurde halt von Simsala dezimiert. Das ist zwar gemein von euch, sowas zu sagen, aber ich... Ach, Level deswegen 61. Agathe ist gar nicht Agathe, sondern Professor Eich mit einer Perücke und deswegen weiß er, dass sie durchgekommen. Ah, er wird durchgelassen. Ja, da so viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Das ist so wundervoll. So, Taubos. Jetzt war's das aber für Taubos. Jetzt reicht's aber, ey. Nein! Gerd! Das ist schon die dritte Top. Gerd, du bist offensichtlich, also Gerd ist offensichtlich verhaltensgestört, Leute. Das kann nicht sein. Entweder hat der riesige Verlassensängste seiner Pokémon, was irgendwie interessant ist, weil 90 seiner Pokémon. Auch eine weißt du, ja, aber dann hat er doch jetzt sowieso schon verkackt, ganz oft. Ja, ja, jetzt dachte er sich so, ich face rein. Was wollte er einsetzen? Agilität? Was ist los? Kommt noch ein Gyarados. Es geht los. Es kommt noch ein Gyarados. Alle haben Gyarados. Was ist los mit euch? Bedroher. Und wir haben kaum noch Schockwelle übrig. Ja. Ist egal, die eine reicht. Ach, wir haben noch drei. Das reicht. Ob eine reicht. Ja. So. Ich habe euch erst angekündigt. Günther muss noch sterben. Bedeutet, wir bekämpfen Glurak jetzt natürlich mit Günther. Nein, oh nein, ich habe mich verklickt. Oh. Oh nein, Günther. Oh nein. Rest in peace. Da kommt das Glurak. Das sieht schon sehr episch aus, so im Gegensatz zu unserem Günther. Muss man halt jetzt einfach mal und sagen. Tschüss. Ach, es reicht nicht. Es jetzt. Reicht halt nicht. Es hat Myrabras geschlitzert. Jetzt wird schon wieder geheilt. Und es nimmt noch eine Beere. Wenn es voll heilen würde, ne, aber... Leute. Er hat auch keine Top-Genesung mehr. Das war ein intenser Kampf. Uiuiui. Ein richtig intenser. Da war das mit der Aerodactyl spannender bei mir. Ja, finde ich auch. Mirabras erhält 2800. Neu! Oh nein. Das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon ja, die vorbei, fünf Fragezeichen. Halt genießen. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, ja, das ist nicht fair. Baminka gewinnt. Also ich würde sagen, er ist ein richtig schlechter Verlierer, oder? Wieso? Wieso habe ich verloren? Deine Pokémon sind alle auf 0 KP gefallen. Bist. Ich habe meine Pokémon doch so sorgfältig, doch sehr sorgfältig aufgezogen. Aber Liebe, Liebe, die es gibt Liebe. Einen Unterschied zwischen Erziehen und Aufziehen, Kollege. Meine Pokémon alle in Strich und Faden in eine Reihe gebracht. Jedes einzelne Pokémon weiß, okay. Was es im Team zu tun hat. Deine Pokémon sind mit Liebe aufgezogen, unsere mit Liebe, Magie und zusätzlich natürlich... verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga, aber ich gönne dir das nicht. Oh, da ist einer Salty, das ist glaube ich nicht schlecht. Drop doch bei Salty Springs, ey. What the fuck? Ey, Spamika! Ups, ich muss die Perücke noch absetzen, Moment. Hui! Ja, jetzt, so, super. Eich, du hast also gewonnen. Glückwunsch, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Ist ja eigentlich gekommen, als sein Neffe da
gewonnen hat. Ist er da nee, auch nee, der hat nur gehört, dass Bamika jetzt langsam reingeht in die Pokémon-Liga und ist er direkt losgegangen, weil er hat gesagt, oh, was Gerd hat besiegt, sorry, ich hab Forschung zu betreiben, ich kann nicht. Und dann so, Bamika ist gerade reingegangen, oh, ich komm sofort, bring Fanclub mit, mach's gut, Amka. Mein verzogenes Scheißblach da. Das eine ist mein Enkel, das andere ist das Kind, in das ich die Hoffnung des Pokédex gesetzt habe. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Bisasam auf den Weg gemacht hast. Ja. Bamika, du bist schon viel erfahrener. Gerd, du hast mich sehr enttäuscht. Er ist auch Pokémon-Champion gewesen, aber also, nee, du hast mich enttäuscht. Du Stego, dein Gewinn hat gerade mal 2 Stunden gedauert. Was ist das für eine Frechheit? Das ist hart, Alter. Du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, ja, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Oh. Gerd, weißt du, warum du verloren hast? Weil seine Pokémon alle auf 0 KP gefallen sind. Bei Miri krass ist. Miri ist krass, ja. Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Oh. Und Disziplin. Man muss ihn halt mit dem Tod drohen, dann passt das schon. Ja. Ja, Günther hat eine wunderbare Performance abgeliefert. So wirst du niemals Sieger werden, sagt er zum Champ, der gerade eben noch Champ war. Amika, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist fortbildlich. Ich nenne es auch Stockholm-Syndrom. Bamika, folge mir. Oh Gerd, bleib da stehen und schmoll. Ja, vor allem, er darf nur nach links gucken. Mehr ist nicht möglich. Herzlichen Glückwunsch, Bamika. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Auf dem Boden. Ja, das ist Next Level Gen. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Heldentaten übrigens nochmal, dass man einen Bodybuilder, eine Bibliothekarin mit Eis-Pokémon, eine sehr alte Dame und einen Typen mit einem Drachenkomplex auf die Fresse haut. Ja, Entschuldigung, genau. Eine sehr alte Dame, immer noch. Werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Ja, und wir haben keins dabei, das Penis heißt. Natürlich eine Verschwendung für die Ruhmeshalle. Bamika, du hast hart gekämpft. So viel zu hart. Und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Bamika, du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon in die Ruhmeshalle verewigt. In der Ruhmeshalle. Artikel sind nicht einfach. Ding, 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 ding. Ich möchte kurz anmerken, dass die gerade einfach weggegangen sind. Wir haben die nicht weggenommen, sondern die unsere Pokémon wurden genommen. Speichervorgang, Gerät nicht ausschalten. Du hast uns weggenommen. Ein Vieh von ihm. Kling. Blitzer. Early Boss. Oh, dass wir den bis zum Ende behalten Mirabras. Haben. Ne? Nidoman. Nidoban. Günther. Und Relaxo namens Balu. Willkommen in der Ruhmeshalle. Ich fühle mich hier wohl. Und Miri. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Sprite von dem Mädchen ziemlich geistig zurückgeblieben guckt, so mit den Augen? Ich finde, die hat einen Ultra-Mini-Rock an, das ist viel schlimmer in dem Alter. Ja, das Ding ist unfassbar kurz. Das ist so kurz, da geht schon gar nicht mehr kürzer. Ja. Da würde man schon den Schlüpper durchsehen. Spielzeit 43 Stunden und 10 Minuten. Ich habe neulich nochmal 2 Stunden trainiert. Deine Timelapse und unsere allgemeinen Aufnahmen, wo wir auch trainiert haben. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Zack. Ich glaube, das ist kein Speedrun gewesen. Ich glaube auch nicht. Und rausgeworfen. Ja. Oh, nee, doch nicht. Tschüss. Oh. Mach's gut, Gerd. Auf Wiedersehen. Geh rein. Es ist pissig. Hä? Ja, wir verstehen uns ohne Worte. Das können alte Menschen, die einen belästigen. Und da kommen die Credits. Dum, 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 dum. Noch ein letzter Blick. Hui. Und dann ging die Turbotrainer los. So. Die blattgrüne Edition. Eine Nuzlocke. Die erste Nuzlocke. Wir haben meine erste Nuzlocke überhaupt. Nee, wir haben schon mal eine Nuzlocke zusammen gespielt bei Louis, aber okay. Ja. Die zählte nicht, weil du gespielt hast und ich habe zu geguckt. Nein, gar nicht. Wir haben immer abwechselnd gespielt. Ach, das war das erste Projekt auf meinem Kanal, aber okay. Schön, dass das du das schon vergessen hast. Na gut, ich hätte jetzt auch nicht so viel erwartet von Blauli, was das angeht. Der ist, okay, also Blauli ist auch ein Relaxo, aber der kann halt nur Amnesie den ganzen Tag. Ein interessantes Projekt. In der Konstellation von uns sowieso, also ich bin der festen Meinung, dass wir in der Konstellation mit Miri und Balui sowieso Tetris spielen könnten und trotzdem viel Spaß miteinander haben können. Cool. Wir können das gegeneinander spielen. Ihr würdet alle verlieren. Tetris 99, das Battle Royale Tetris. Ihr würdet alle verlieren. Krass in Tetris. Ich bin so scheiße da drin, das wäre so traurig.
Leute würden mich zu Tode hassen. Das ist nicht unser Pokémon. Nee, da kommen alle Starter. Ach so. Es hat aber die Credits sind sehr schön in dem Spiel. Ja, sind schöner gemacht als in der Smaragd zum Beispiel. Weil hier geht es über die kompletten Map-Sprites nochmal rüber. In der Smaragd ist es einfach so, du hast die ganze Zeit jemanden Fahrrad fahren im Hintergrund, wo die ganze Zeit Pokémon dazukommen, die du ja. im Leben nicht gefangen hast. So, so hey, geil, vorgerendert, ist ja gar nicht so toll. Ja, Leute. Die Credits laufen. Ich habe nicht mehr besonders viel zu sagen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr schön, die Inkompetenz von Blauli zu sehen. Axeline ja, und Mirabra. RIP. Zwei Pokémon nur verloren. Wir werden euch niemals vergessen. Genau. Und die zwei Pokémon wurden gekillt von mir und von Blauli. Das bedeutet, ja, kein Miri ist verloren, ne? Genau. Scheiße. Miri ist auf dem Todescounter genau auf null. Damit offiziell in dieser Nuzlocke zur kompetentesten Pokémon-Spielerin gewählt. Okay. Aber damit auch gleichzeitig zur langweiligsten. Ja. Ja, ich hatte keinen Clickbait-Titel. Ja. Das ist einfach nicht fair. Nächstes Mal kill ich einfach alle Pokémon. Ja, instant nach 5 Minuten Ende. Ich verliere alle Pokémon. Aus Versehen. Halt, wartet mal, hatten wir nicht noch einen Sandan? Liegt das auf der Box? Hatten wir einen Sandan? Nein, das war woanders. Verwechselt es gerade so. Nein. Ja. Hä? Nee, wir hatten das Sandan das hatten wir nur für die eine Arena geholt, ne? Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, weil das keine Attacken gelernt hat. Stimmt, ja. stimmt. Oder ist stimmt. das auch gestorben? Ich glaube nicht. Nee, wir haben es rausgenommen. Das war Gregor Sandar. Genau. Richtig gut. Da ist Gerd noch. Leute, wenn die anderen nichts mehr zu sagen haben, würde ich diese Credits jetzt überspringen. Und das machen wir einfach so. Ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Also es war anstrengend, lustig. Ich glaube, ich bin immer noch nicht so ganz warm mit dem Ding, aber hätten die beiden mir nicht geholfen, hätten wir wahrscheinlich auch längst verloren. Aber so nächstes Mal gibt es cool. da eine härtere Nuzlocke. Finde ich gut. War das nicht schon eine harte? Nee, das ist noch Standard. Die einfachste. Das war das Allereinfachste. Es gibt noch sehr, sehr viele lustige Nuzlocke-Arten, die man spielen kann. The Wetlock oder sowas. Genau. Naja, ich bin bei Louis. Ein Beileid. Nee, ja, nee. Gut. Sonst noch jemand was? Ich glaube nicht. War ein schönes Projekt. Ja, wir definitiv. Gucken mal, was wir als nächstes spielen. Lasst euch mal überraschen. Genau. Und da ist das Ende. Perfekt getimed. Macht das gut und bis dahin erstmal ciao. Und bleibt schön feurig.